Hallo und herzlich willkommen zurück zu Minecraft. Ich bin der Tim, das ist der Pascal und ich hole mir jetzt Ketchup. Alles klar. Sehr schön. Wieso hole ich jetzt Ketchup? Das ist eine Frage, die man nicht beantworten kann momentan. Das werden wir gleich einfach fragen. Vielleicht wird ein Ketchup einfach so essen. Hammer eklig. So, wir werden heute auf jeden Fall den Turm mal zu Ende bauen. Und davor müssen wir aber erstmal noch ein bisschen farmen gehen. Ich habe jetzt noch ein bisschen Lehm gebrannt, denn da unten fehlen noch ein bisschen Verzierungen und das Dach fehlt natürlich auch. Und die Treppe da drin und alles und der Zaubertisch und so, bla bla. Aber vorher werden wir erstmal, wie gesagt, ein bisschen, warte, Fichte farmen. Genau. Nicht Eiche, sondern Fichte. Hallo. Hallo. So. Ich habe gerade schon gegrübelt, was machst du jetzt mit Ketchup? Ich reibe mir den immer auf die Haut. Ah, okay. Mhm. Aber nur den guten Curry-Gewürz-Ketchup von Hela. Hela. so wie immer, ich habe mir gerade was zu essen gemacht. Und du sagst mir, dass du ready bist. Und ja, jetzt sitze ich hier mit meinen Buchstaben. Mit deinem Ketchup. Und ja. Freunde, willkommen zurück zu Minecraft. Du hast den Leuten jetzt gerade gesagt, was du machen willst? Ja. Gut. Bei mir sieht das so aus. Wir haben gesagt, ich mache jetzt ein Stadion, aber nicht nur so ein kleines. Hat man eigentlich den fetten Verkehr, wenn ich rede? Ja. Ja, dann mach ich das Fenster gleich zu. Ja, wenn ich rede, dann ja, genau, aber sonst nicht. Fenster mache ich sofort zu. Ich mache ein riesen fettes Stadion. Das soll in Dunkeln leuchten. So wie Patrick und Philipp. Oh mein Gott. Ja, aber der wird nie alt. Der wird auch nie gut. Und dazu brauche ich eine Menge Holz und eine Menge Stein. Und ja, das kommt neben das Lagerhaus, neben das neue. Stimmt, das alte Lagerhaus muss ich noch abreißen. Und weit bist du eigentlich mit deinem Türmchen? Ich habe da bislang fast alles fertig. Da kommt jetzt natürlich noch das Dach drauf. Ein bisschen, wird noch ein bisschen verziert. Ein bisschen schöner. Kommt da auch eine Treppe rein? Ja, natürlich. Das natürlich. Das ist geil. So, dann werde ich mal eben zu dir stoßen. Also, was haltet ihr vom Pascals Projekt? Also, das ist das Beste. Aber, was ist mit diesen Erdblöcken da? Die Erdblöcke, die bleiben da natürlich da, natürlich. Ich habe hier schon wieder Disco. Voll geil. So. Ja, da sind so Sterne an dunklen Stellen. Lell. So, willkommen in im Allianz Signal Iduna Camp Nou Santiago Bernabeu Park. Wie ging es nochmal? F1, genau. Geil. Ja, gleich mal ein paar Screenshots, Junge, für die Thumbnails, hallo? Mit mir. Genau in dem Moment, so, wo ich schlage. Ja. Geil. Voll bescheuert. Ja. Cool. Ich sehe so langsam, es wächst. Ja, ich habe nur leider. Den ich kann Platz nur leider ein bisschen verschätzt, ne? Ja, genau. Hab schon direkt gemerkt. Ja. ja, deshalb wird das hier an den Seiten genauso hoch bleiben. Weil ich mache halt noch so eine Schutzschicht drumrum aus Erde. Nein. Irgendwas, was leuchtet. Und an den Seiten kann ich das Ding aber eigentlich so ziemlich hochreißen, wie ich lustig bin. Da habe ich noch ein bisschen Spielraum. Ja. Ja. Ich hätte den Platz, glaube ich, aber auch ein bisschen. Ich kann das halt nicht einschätzen. Ich habe keine Ahnung. Ich dachte mir so, nimmst du ein bisschen Abstand? Ja. Nimmst du noch ein bisschen mehr Abstand? Okay. Und noch ein bisschen mehr Abstand? Ja, okay. Und ich habe halt geguckt, deine Scheune ist bis zum Dach 16 Blöcke hoch.
Daran habe ich mich halt auch so ein bisschen orientiert. Wenn wir jetzt hier ganz oben stehen, dann können wir perfekt so auf dein Schäunchen gucken. Halt die Klappe, Verkehr! Merkt ihr nicht, dass ich aufnehme? Ja, ich wohne an einem Flughafen. Ja, dann mache ich das erstmal weiter. Wir haben den 6. August, 17.18 Uhr. Ja. Ja, als wurde gesagt. Übrigens habe ich gerade keine Partie in PES gespielt. Sondern? Sondern habe das Spiel offen gelassen und war nur im Hauptmenü, damit die Leute sehen, was für ein großer, ein toller Gamer ich bin, wenn ich viele Stunden in dem Spiel habe. Ja. Ich glaube. Hab ja, oh. Glaube, ja. Ich glaube. Da wir schon die ganze Zeit so immer wieder über Leuchtens und so weiter labern, ne? Werde ich, glaube ich. Gut, den Patrick und den Philipp einmal zum Let's Play dazu. Nee. Patrick, Philipp, Special-Folge. Das wahrscheinlich nicht. Aber im kommenden FIFA wahrscheinlich mal wieder eine Mannschaft machen. So eine Mannschaft erstellen und dann ein bisschen Karriere mit denen durchsuchen. Ja, das ist cool. Das hast du ja in dem letzten FIFA leider nicht gemacht. Was aber nicht so schlimm ist. Eigentlich ist das auch cooler, wenn man dann so ein Jahr Abstand hat. Nur die Sache ist, im neuen, in FIFA 18 gibt's die Fortsetzung von The Journey. Das weißt du ja, oder? Naja, das weiß ich. Und ich weiß jetzt nicht, wie du bei FIFA 17 so deine Regelung hattest, wenn du eine hattest. Weil du hast in FIFA 17 nur The Journey gemacht, aber kein Karrieremodus-Projekt. Ja. Warum? So, und warum nicht anders? Weil ich in The Journey einfach mal ein bisschen ausprobieren wollte. Heißt, ja, du wolltest Zuschauer gehen, ich weiß, ich kenne die Geschichte. Aber ich meine, warum du keinen Karrieremodus gespielt hast? Wegen dem Stress? Ja, weil ich wollte eigentlich nicht, zwei FIFA-Formate da einfach laufen lassen. Finde ich dann auch nicht so optimal, wenn man nur FIFA hat. Das ist ungefähr so stressig, ja. Minecraft, Minecraft Minigames und Minecraft, was weiß ich, PvP oder so nochmal machen. Was ist hier denn auch? Dann noch 8 weitere Projekte. Oh, war das knapp. Oh. Geil. Was hältst du denn so von FIFA 18, was du schon so gesehen hast? Wahrscheinlich genau das gleiche wie als andere auch eigentlich immer. Ja, zum großen Teil schon. Da wird jetzt nichts Krasses dran sein, glaube ich. Wo ich sagen würde, was? Das ist ja, was noch kein Fußballspiel hatte. Die haben immer noch keine Schwalben wahrscheinlich. Mittlerweile müssen die auch Schwalben drin haben, dann wird's das realistischste Fußballspiel aller Zeiten. Ja, das wäre auch einfach geil. Ja. Nur weiß man halt nicht, wie man die programmieren oder... Ah! Oh, halbes Herz, Alter, scheiße. Nur weiß man halt nicht, wie man die programmieren oder timen soll, sodass man nicht andauernd eine gelbe Karte dafür bekommt. Richtig, und PES sagt einfach, du kriegst immer gelb. Ja. Aber die Option gibt es halt. Aber es gibt, man kann das auch erfolgreich irgendwie machen, das ja, habe ich auf YouTube gesehen, aber ich habe es nie geschafft. Ich habe auch dadurch mal eine gelb-rote provoziert für den Gegner. Geil. Achso, für den Gegner? Ja, eine gelb-rote und einen Elfmeter habe ich provoziert für den Gegner. Das war auch richtig geil, aber ich habe keine Ahnung, was anders war als in anderen Teilen. Ich sah voll bescheuert aus und ich lache mich da jedes Mal krumm bei. Weil das richtig schlechte Schwalben sind, als ob der einfach komplett seine Körperkraft verliert und einfach wie so eine Puppe ja, auf dem Boden fällt. Ja, wie Robben. Ja, aber Robben liegen ja schon auf dem Boden. Die stehen ja nicht, oder? Oh, du meinst Alien-Robbe! Robbe. Ja, Robbe.
Ja, aber FIFA 17 hat jetzt diese neuen Quick-Substitutions. Finde ich eigentlich ziemlich okay. Nein, die sind cool. Weil die was, noch keinen. Du hast du noch gar nicht von gehört. Nee, hab ich noch nicht. Das ist, wenn du. Du kannst vor dem Spiel einstellen, wen du gerne mit so einer bestimmten Tastenkombination im Spiel einwechseln willst, ohne das Spiel zu pausieren, ohne eine Pause zu verschwenden. Das heißt, du drückst dann einfach, weiß ich nicht, R1 und irgendeine andere Taste und egal wann im Spiel, beim nächsten, wenn der Ball im Aus ist, dann wechselst du plötzlich Cristiano Ronaldo ein. Ja, die könnten auch einfach messen. So statt dem diesen Taktikmenü mit dem Steuerkreuz da einfach eine Auswechslung sozusagen. Den nicht, Alter. Ich auch nicht. Wollen wir schlafen gehen? Ich bin gerade mittendrin. Wo drin? Oben. So. Dann Spiel TV Total Turm springen. Nur ohne Turm, ohne springen, sondern einfach nur ins Wasser fallen. Ich sehe nichts, wenn man. Da bist du. Äußerst actionreich, Freunde. Wenn euch dieser Stunt gefallen hat, dann lasst ein Like, lasst es uns wissen mit einem Like und einem Donation. Einfach 200 Euro, sorry, ich wollte nicht unterteilen. 200 Euro war dem Stunt eigentlich schon gerecht. Für den Kanal da. Wir müssen auch ein bisschen über die Runden kommen, das wisst ihr. Richtig. Auch wenn wir keinerlei Sorgen haben, was Geld betrifft. Ja, wir leben eigentlich alle in der Villa und bezahlen auch keine Steuern. Der Staat weiß einfach, wie gut wir sind. Wie wichtig wir für den Staat sind. Wir sagen so, ihr seid zu gut. Ja. Ihr seid einfach zu gut. Ihr braucht keine Steuern abdrücken. Richtig. So. Wie ist das eigentlich bei euch so in der Fußballmannschaft? Bei uns ist das aktuell so, dass wir bei der zweiten und dritten jedenfalls, ich mache das Fenster zu, warte kurz. Sehe ich so aus? Da. Hätte so. Das ist ja schön. Im Lagerhaus, ja. Wollte ich sagen? Achso, genau. Fußballmannschaft, genau. Ja, bei uns ist das aktuell so, bei der zweiten und dritten jedenfalls, dass das ziemlich unklar ist, wer in welcher Mannschaft spielt und dass wir ständig wechseln und irgendwo aushelfen. Und auch mal so bei den anderen mittrainieren. Bei euch eigentlich auch so ein Chaos? Nee, eigentlich nicht. Also man weiß eigentlich schon, welche Mannschaft man spielt, nur wenn jetzt die eine Mannschaft halt zu wenig Spieler hat, dann hilft man da halt eben aus. Aber das ist eigentlich nicht regelmäßig. Bei euch ist das bestimmt auch so, dass von dem Geilheitsprinzip halt die geilsten spielen in der ersten, die weniger geilen in der zweiten und die Loser in der dritten. Richtig. Und die dritte ist eher so Fun. Und die saufen noch. Nein! Wo kann man denn dieses Nein kaufen? Und wie viel Prozent hat das? 100%. Scheiße. Ach du Scheiße, Mann. Oh. Alter, das ist Scheiße, Mann! Willst du mich verarschen? Da passt man einmal nicht auf, ne? Was für Level warst du? 28 oder so. Geil. Schon mal direkt eine Tür hier rein. Was wollte ich jetzt sagen? Ach ja, die Dritten, die trinken auch eher so Bier vor und nach dem Spiel und nach dem Training und vorm Training. Ja, kenne ich. Halbzeitpause. Machen die bei uns auch. Also eigentlich immer. Aber echt jetzt in der Halbzeitpause? Nee, so genau. Ist das bei uns. Ja, ist auch Wurst. Fast immer. Ich meine nur, bei uns ist das jedenfalls so, vielleicht weil wir noch in der Vorbereitung sind und das noch gar nicht so ernst ist mit den Freundschaftsspielen.
dass andauernd welche von der zweiten zum Beispiel in die dritte gestoßen werden oder von der ersten in die zweite gestoßen werden und so weiter und so fort. Halt, dass man andauernd neue Gesichter sieht. Ja, also bei uns ist momentan nur das Problem, dass in der Vorbereitung sich extrem viele verletzt haben. Und deswegen, wir sind eigentlich so 29 Mann oder so, aber beim Training sind einfach nur so 11. Weil der Rest entweder im Urlaub ist, so 5 Mann oder so, und der Rest einfach sich verletzt hat.